Wir stellen uns quer, es ist Taktik. Wir stellen uns quer, dieser Castor kommt nicht an die Mehr. La, 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 wieder in Ahaus demonstrieren. Oliver, wir haben einen kleinen Erfolg erzielt. Die Transporte nach Majak sind vorerst gestoppt. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir heute hier sind. Ja, also es ist ein ganz toller Erfolg, dass das gelungen ist. Durch öffentlichen Druck, durch unsere politische Arbeit in den Parlamenten, auf der Straße, in den Initiativen, diese Transporte zu verhindern, dass die Bundesregierung hier zurückrudern müsste. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass das wieder zum Thema wird. Es droht aber auch, und das ist sicherlich das Thema des nächsten Jahres, weitere Transporte von Castoren aus dem Forschungszentrum Jülich, die hier in Ahaus eingelagert werden sollen. Es droht auch in der Perspektive, wenn die Bundesregierung sich mit ihren Laufzeitverlängerungen durchsetzt, dass viel mehr Atommüll anfällt. Und da spielt Ahaus sicherlich auch eine große Rolle. Und dann werden wir noch öfters hier sein müssen, aktiv sein müssen, in den Parlamenten, auf der Straße, um zu zeigen, dass wir mit dieser absurden, menschenverachtenden Politik auf Kosten folgender Generationen nicht einverstanden sind. Ja, als Landespartei sind wir dabei. Ahaus wird ein Standort sein, Gronau, Jülich. Auch hier in Nordrhein-Westfalen gilt es, unseren Protest auf der Straße zu zeigen. Denn eins ist klar, wir müssen auf allen Ebenen weiter Druck machen. Ob es vor Gericht ist, Nordrhein-Westfalen wird sich an der Klage beteiligen gegen die Laufzeitverlängerung. Aber wichtig ist, dass wir als Partei auch Präsenz zeigen, uns mit den Aktivistinnen und Aktivisten hier solidarisieren. Denn auch der Druck auf der Straße wird nötig sein, um diese Politik endlich zu beenden. Und dann haben wir auch noch Bundestagswahlen irgendwann, Oliver. Und 2013 werden wir dann den Schritt machen, dass wir diese absurde Politik auch auf Bundesebene rückgängig machen und beenden, damit endlich Schluss ist mit der Atomkraft in Deutschland. Wir stellen uns quer, Abschalten! 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 Abschalten!